Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zu Folge Nummer 7 und 8 Aizo. Es ist so wie so ein Bordell sieht das ja aus. Das ist so geil. Was ist da letzte Folge passiert? Eine ganze Menge. Gucken wir uns erstmal nochmal an. Bitches Party Time. Ah, Red Flag. Nicola kommt ja besonders gut bei den Ladies an, haben wir ja schon gesehen. Mit der einen hat er irgendwie aber auch schon mehr als nur Techtelmechtel anscheinend. Da ist noch nicht ganz klar, was bei den beiden eigentlich abgeht. Ich rede von Nadja. Waren die zwei jetzt zusammen oder nicht? Aber er sagt ja tausendmal, ich bin Single, Single, Single. Ja. Wer weiß. Das wird sich vielleicht heute noch klären. Ansonsten hatte ja auch Tara großes Interesse an Nicola. Hat sich aber dann auch irgendwie wieder erledigt, weil der ist ja ordentlich unterwegs. Der ist ja ordentlich unterwegs. Abtun. Ohne Ende. Tara hat sich dann an Khan rangeschmissen. Nee, rangeschmissen hat sie sich auch nicht, aber den mal probiert. Da kann ich auch zu Hause masturbieren. Hab weniger Arbeit und mehr Spaß. Dann waren ja noch ein paar auf Dates bei Lars und Gabe, wie hat's ordentlich gefunkt. Da wurde geknutscht, geknutscht, geknutscht auf dem Date. Lukas hat natürlich weiter Vollgas gegeben, mit ein paar anderen Weibers noch weiterhin rumgelegt, obwohl er ja eigentlich Jenny hat. Die hatten dann auch ein Gespräch und Jenny meinte daraufhin, du kannst du weitermachen, aber bitte mach's einfach nicht mehr vor meinen Augen. Ja. Dann wurden ja noch Alex und Anastasia in die Matchbox gewählt. Die waren ja auch auf einem Date. Findest du so eine Töpfermäßiges? Boah, geil. Und da ist jetzt die große Frage, sind sie ein Perfect Match oder eben nicht? Da starten wir auch gleich direkt rein. Sophia hatte da aber auch noch ein Angebot gemacht, was letzte Woche völlig irrelevant war, weil sie es eh nicht gezeigt haben, die Auflösung. Aber dieses Mal zeige ich euch dieses Angebot noch. Dann starten wir rein. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das sehr, sehr gern auf. RTL Plus hier zu abonnieren ist ein absolutes Muss. Ich schwitze wie ein Schwein, denn heute ist, glaube ich, der heißeste Tag des Jahres. Man sieht es mir wahrscheinlich auch an. Trotzdem habe ich mich für einen heißen Kaffee entschieden. Ja, weißt du, jeder Jack ist halt anders. Man muss sich nur trauen, Mann. Genau. Yeah. Wer hat Bock auf ganze 20.000 Euro ganz für sich allein? Ich! Du bist zu gierig. Egal, ob die Gruppe gewinnt oder ob die Gruppe verliert. Und diese 20.000 Euro nehme ich dann einfach aus eurer Gruppenkasse heraus. Das ist die Frage, willst du 20.000 Euro verkaufen für irgendwelche Leute, mit denen du eh keinen Kontakt mehr hast in 2 Jahren? Verkauft! Ja, die Leute waren halt so ein bisschen zwiegespalten. Manche haben gesagt, auf gar keinen Fall verkaufen, weil es ist ja assi, es fehlt dann allen die Kohle. Andere waren so, mir juckt schon ziemlich im Finger, ich zeig gleich auf. Ja, und wer war die schnellste? Jenny! Jenny hat einfach verkauft. Das heißt, sie kriegt jetzt 20.000 Euro, egal ob die Gruppe gewinnt oder nicht, kriegt sie 20.000 Euro. Und wenn die Gruppe gewinnt, kriegt sie natürlich auch noch ihren Anteil von den 180.000 Euro. Es sind ja jetzt nicht mal 200.000. Schöne Sache. Ich will doch nur ein Ferrari haben und ein schönes Haus und genug Geld. Es tut mir voll leid. Und du, ich bin da nicht mal sauer auf dich. Anastasia ist nicht mal sauer auf dich, weil sie hat natürlich dadurch die Matchbox verkauft. Das heißt, Anastasia und Alex können nie wieder zusammen in die Matchbox gehen und werden nie herausfinden, naja, am Ende des Spiels werden sie es wissen, aber ob sie eben ein Perfect Match sind oder nicht. Und ich hoffe natürlich, dass Lukas natürlich jetzt auch Verständnis dafür hat, obwohl er natürlich bestimmt jetzt nach der Aktion auf Distanz gehen wird. Warum sollte Lukas nach der Aktion auf Distanz gehen? Könnt ihr mir das erklären? Ich hätte das auf gar keinen Fall von Johnny gedacht, dass sie so handeln würde. Hat er auf gar keinen Fall gesagt, weil ich habe kein Wort verstanden. Was nuschelt der? Boah, das ist eine gute Frage. Irgendwas, was du dir gesagt hast, ich verkaufen würde? Nein, sie meinte ja niemals verkaufen, auf gar keinen Fall verkaufen. Ich habe schon ganz oft in die Runde geworfen, so ich würde Matchbox verkaufen für die Gruppe, wenn wir 100.000 in Pott bekommen. Und da kam von jedem ein ganz klares Nein, wir verkaufen nichts, wir verkaufen nichts, wir verkaufen nichts. Ich glaube, der ist neidisch, dass die schneller war als er. Kann das sein? Mein Problem ist ja, ich bin sehr skeptisch, ne, und bin da so mit Vertrauen schwierig. Und wenn ich natürlich gerade anfange, einem Menschen immer mehr und mehr Glauben zu schenken, dann schmeckt mir das auf jeden Fall gerade absolut 0%. Ach, das ist ein Vertrauensbruch, den Jenny hier sich geleistet hat, Leute. Und er hat es doch eh schwer mit dem Vertrauen, weil er sich selbst nicht mehr vertrauen kann. Wahrscheinlich das, ne? Wahrscheinlich das ist es. Du bist der Fremdgeher und der Lügner. Deswegen hat er den Glauben an die Menschheit sowieso schon komplett verloren und ist, wie er ist. Also das ist ja wirklich einfach auch wieder köstlich. Köstlich. Es ist wie ein Film. Ganz ehrlich, wenn es nicht aus dem Jackpot gewesen wäre, fände ich es noch okay. Ja. Aber es ist aus dem Gruppen-Jackpot. Ja, die Gruppe leidet jetzt darunter. Guck mal, die sind jetzt sauer. Die sind sauer, Gruppen-Jackpot. Ich frage mich halt, wie viel hat man da verloren? Ein Taui? Ja, ein Taui, ne? Das sind 20 Leute.
Also kriegen die jetzt 1000 Euro weniger, versteuert sind das eh 500 Euro. Meine Güte, ihr hättet euch ja auch melden können. Freunde hast du die auf jeden Fall nicht damit gemacht. Nee, die werde ich eh nicht als Freunde haben, bin ich hier ehrlich. Aber ich finde das schon krass. Also Freunde hat sie sich nicht gemacht, ja. Aber vor allen Dingen, dass Lukas jetzt so sauer ist. Da muss ich wirklich lachen. Sie wieder als Opfer hinzustellen, ist einfach nur peinlich. Also deswegen denkt er jetzt schon so, habe ich Vertrauensprobleme, alles pipapo, ne? Aber dass die ihm vielleicht nicht vertrauen kann, nach dem, was er hier alles macht. Also das meine ich halt. Er ist sowas von Doppelmoral. Sowas von. Zu 1000%. Ja, aber weißt du, was das Problem bei mir ist? Ich bin wirklich komplett offen zu der. Aber ich traue der Gruppe einfach nicht. Natürlich hätte jeder einzelne von denen gerne 20.000 gehabt. Natürlich. Safe. Verkauf 100 Euro. Die waren auch kurz davor zuzustimmen. Nur verkauft. Gut, ich war halt schneller. Ja, absolut, absolut. Ich war auch kurz davor. Mein Bauchgefühl sagt mir sowieso, dass die es nicht sind. Ich hätte definitiv jetzt viel Shitstorm abbekommen, aber... Ja. So ist das halt, ne? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Jenny dafür Shitstorm bekommen wird, sondern dass sie sich auf Lukas einlässt, verdammte Scheiße, und sich da so verarschen lässt, von vorne bis hinten, links nach rechts, dem noch Angebote macht, wie... Erst sagt sie fünfmal, ich will das nicht, dass du mit anderen rummachst. Es tut mir weh, dann, ja, mach's nicht vor meinen Augen, also das... Da könnte der Shitstorm rolling. Das ist auch jetzt gerade voll die Erkenntnis für mich. Weil jetzt kann ich auch für mich gucken, okay, wer steht jetzt gerade wirklich hinter mir, auch wenn ich jetzt Scheiße gebaut habe. Ja, finde ich gut, weil eine Person steht nicht hinter dir und das ist Lukas. Ich habe vor nichts Angst, so. Ich kann auch gut alleine chillen, so. Ich stehe hinter Jenny, weil sie wird, glaube ich, echt Hate abkriegen von den Ladies. Von den Ladies. Ja, da hast du nicht richtig zugehört. Wie gesagt, Hate kam bislang von Lukas. Ja, die Mädels haben auch drüber geredet, aber... Lukas hat doch jetzt die Vertrauensprobleme mit ihr. Ich habe es natürlich direkt gewusst, dass es irgendwie ein Nachspiel geben wird, dass ich die Matchbox verkaufe und der Lukas das natürlich nicht für gut heißt. Schaff deine Minute. Natürlich nicht für gut heißt. Wieso? Sie saß doch da eben noch, hat gesagt, Mann, ich will jetzt wissen, wer hinter mir steht. Und jetzt sagt sie natürlich nicht für gut heißt. Die redet sich alles schön, schön, schön. Ist es leider wahr? Ja, klar, dass die auch immer auf Fuckboys reinfällt, auf Red Flags. Denen eine Chance gibt. Das ist doch sowas von klar wie Kloßbrühe, wenn du dich die ganze Zeit selbst sabotierst. Wie jeder Mensch hier sehen kann, hätte ich von Jenny nicht gedacht. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu naiv gewesen. Vielleicht bin ich ein bisschen zu naiv gewesen. Der nervt mich so. Komm, geh weiter. Ich stehe 100% hinter meiner Entscheidung. Mir ist natürlich aber trotzdem wichtig, mit dir drüber zu reden, weil ich dich sehr, sehr schätze. Und du sollst natürlich auch wissen, was so in meinem Kopf abgeht. Ich habe hier schon sehr oft gesagt, dass ich Sachen verkaufen würde. Okay. Und du warst die Erste, die immer mich angeguckt hat, was? Nein, wir verkaufen nichts. Und es kommt das erste Verkaufsangebot und diejenige, die zu mir immer sagt, nein, wir verkaufen nichts, hebt ihre Hand. Und jetzt? Ja, vielleicht hat sie sich gedacht, meine Meinung habe ich geändert. Der Lukas will die ganze Zeit verkaufen. Vielleicht sollte ich das auch machen, weil der Lukas ist mein großer Vorbild. Eventuell auch mein Daddy. Ja, dann mache ich doch das, wie er es machen würde. Vielleicht hat die auch verkauft und dachte so, ja, dann ist Lukas stolz auf mich. Kann ja sein. Ich war geschockt, ich sag dir ehrlich. Also widersprüchlich. Vielleicht habe ich Jenny wirklich falsch eingeschätzt. Vielleicht ist das alles Bullshit. Mhm. Für das Verhältnis hier drinnen gerade ist es natürlich kacke, wenn du mit jemandem eine Bindung aufbaust, wie von Ehrlichkeit und sowas sprechen und jemand auf einmal so eine Doppelmoral fährt. Und ich könnte einfach nur schreien und heulen. Du! Gerade du! Aber ich nehme mir halt Antonino. The show must goes on. The show must goes on, das heißt, mit Nicola funktioniert es nicht mehr. The show is down. Ja, the show is over. Krallt sie sich in Antonino. Und dann heißt es, warum wird er provoziert? Also ich bin ja hier, um Spaß zu haben. Antonino und ich, wir haben eine Energie, ein Vibe. Boah, ich hab dich sehr, sehr gern. Ich auch. Gut, dann nehme ich mir jetzt auch mal Nicola. Gönn dir. Mach ich. Gut, dann haben sie sich ja auch besprochen. Antonino kommt gut an bei euch, ne? Vor allen Dingen der Super Nanny Move letzte Folge mit der Streitschlichtung. Den fandet ihr gut. Den fand ich auch gut, aber ihr dürft Antonino nicht unterschätzen. Sag ich mal so, der war ja bei Temptation Island, könnt ihr euch ja nochmal die Staffel angucken mit Sarah und Nico Lügert. Bei so einer Frau wie bei dir würde ich sagen so, danke Gott. Ich glaube, der hat's auch faustdick hinter den Ohren, bin ich ehrlich. Aber er ist super sympathisch. Hast du heute schon geknüpft? Nein, aber gerade eben. Ich will mehr Zeit mit dir verbringen. Ich auch in dir. Was soll ich dir eine Sache sagen? Ja. Ich hätte schon längst Attacke gemacht. Hättest du es zugelassen? Ja. Okay, soll ich sagen, warum ich es nicht mache? Ja. Ich muss erst mal gucken, ob die Sache komplett vergessen ist zwischen euch, dir und Nico, ne? Oh. Was mich einfach nur nervt, ist, dass die Männer hier so Rücksicht auf ihn nehmen. Ich habe auch keine Rücksicht auf mich. Aber nimmt der Rücksicht auf
ihn oder hat er einfach keinen Bock, sich auf Nadja einzulassen, weil sie vielleicht damit nur Nico eifersüchtig machen will? Hatte ich jetzt eher so den Vibe? Oder dass sie es halt einfach sowieso nicht ernst meint? Dann lässt das lieber ganz. Also, hä? Ich bin Single. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es von ihr eine Revanche ist. Ja, genau. Genau so, ja. Ich finde das nur komisch. Das war die ganze Zeit nicht so. Und auf einmal, wo ich dann mit Lars bin, ist es dann... Boah, so nah am Sex war ich schon lange. Ja, siehst du? Machen die einen Trockenbums da in der Küche oder was? Ja, so hätte ich es auch gern. Dann diese, ja, direkt. Oh, ja. Ja. Oh, dann so. Ja. So, ja. Schämen solltet ihr euch. Ah, weiß jetzt nicht. Okay, ich glaube, Gabi, passt das alles nicht, weil sie ist doch eigentlich mit Antonino. Sie ist eigentlich mit Antonino und jetzt krallt sich die Nadja den. Das ist ja wirklich eine absolute Frechheit. Sind Nadja und Gabi befreundet? Ja, ne? Die wurden ja auch zusammengefaltet von Jenny. Klatsch. Ha, ja. Was soll ich sagen? Das Alter. Ja, aber chill. Ich chill doch, aber das ist hier doch anders. Guck mal, da ein Auge, ja. Der ist auch dabei, oder? Hier ein Auge, jau. Da, am Ende, da ist doch ein Auge, jau. Was sagt der ein Auge, jau? Was soll das bedeuten? Der dreht sich nach, da sind 5, 6, 7 Augen hier. Mann, du nimmst das echt an, du. Das macht mir echt... Das macht dich trocken wie Sahara, ne? Trocken wie Wüste in Dubai. Hi, Baby. Come to Dubai. Was ist das? Was ist eigentlich mit euch los? Man muss dir nur sagen, lass Bum Bum, du kommst mit. Alter! Man muss dir nur sagen, Bum Bum und du kommst mit. Du dreckige Bitch, oder was will der denn, Junge? Was will das? Also ich check den nicht. Vor allen Dingen, ich muss immer an diese Szene denken, wo der meinte, er ist der Muschihai im Pool. Bah! So typisch Frau, so, nee, ich mach das nicht. Nee, auf dich habe ich sowieso keinen Type mehr. Man gibt mir keinen Turn mehr. Ja, weil ich dich geguckt habe. Du kannst schon mal die Gabi bei dir halten. Wie willst du mich bei dir halten? Das funktioniert gar nicht. Ich hatte mir schon vorher die ganze Zeit geschrieben, dass du Rasse 8 wurde und ich bin nie kommen. Oh Gott. Weil du mit Nicola warst und dich verliebt hast. Oh, Schätze. Und mein Schwanz hat verpiss dich mal. Du bist wahrscheinlich immer noch gekränkt, dass die Chill dich verlassen hat. Also halt Klappe. Alter! Aber heißt das, dass Lars auch versucht hat, mit ihr irgendwas aufzubauen für Alto? Ja, ne? Sie hat nur keinen Bock gehabt. Ey, das nervt so Leute. Müssen die sich... Also ich glaube, ich finde wirklich, man müsste mal ein Verbot einführen, dass die Leute nicht wissen, wer da mitmacht. Aber es ist eigentlich unter Vertragsstrafe, wenn du bei so einem Format mitmachst und vorher das anderen erzählst. Das darfst du nicht. Hast Blatt auf Papier. Mir ging das her, mein Lieber. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich glaube, das ist der nächste Morgen und Lukas hatte anscheinend eine schöne Nacht. Mit Jenny wahrscheinlich eher nicht, oder? Der Lukas, gestern... Ja, ich habe so eine exklusive Oberflächenmassage bekommen, nenne ich das einfach mal. Bah, das ist ja widerlich. Da krault die dem da nicht nur das Bein, sondern auch das Ei, das andere auch noch und den Schniedel mit dazu. Geht da auch noch mal drüber. Also ich finde, es ist wirklich auch wieder absolut angebracht. Ich meine, er macht ja nichts falsch. Er macht es ja nicht vor den Augen von Jenny. Also Linda und ich machen uns hier seit Tag 1 irgendwie geil aufeinander. Aber... Guck mal, da ist ein Softporno. Wir haben nicht lang genächtigt, weil mir das gestern alles tatsächlich zu viel war, was mit Jenny passiert ist. Und ich kann jetzt auch Jenny nicht auf einmal komplett links liegen lassen. Aber eigentlich hätte ich es gern gewollt. Ich hätte schon gerne jetzt die Linda weggeflankt. Aber komplett links liegen lassen. Das geht nicht. Ein bisschen schon, klar. Und jetzt mir einfach auch eine andere nehmen. Das ist kein Problem. Aber dieses Komplette, weil ich will sie ja noch weiter halten, ne? Und ich habe die ja schon so weit, dass sie sagt, ich kann mit anderen rummachen, ohne dass sie es sieht. Das werde ich mir nicht verspielen, Leute. Also das ist ja eine Traumfrau. Ich habe neben Mark Robin geschlafen. Ach so, ich dachte, die haben auch die Nacht verbracht. Haben sie nicht. Linda ist dann noch zu Mark minus Robin rüber. Was hat man denn gesehen? Boah, ich sag dir ganz ehrlich, einem Mark Robin zu widerstehen, wenn man sich mal auf mich einlässt, mache ich den Frauen auch schwer. Halleluja, ich musste mir das Lachen ganz schön verkneifen. Ich hoffe, ihr habt es nicht gesehen. Aber das ist nicht das, was mich so richtig umhaut. Das hat was mit Aussehen zu tun. Ich glaube, das hat was mit Charakter zu tun. Das ist zum Glück mein gegebenes großes Talent. Aha, der ist echt ganz schön selbst überzeugt. Aber gutes Aussehen hat er doch auch. Ich verstehe es nicht. Gar nicht, null. Ja, also das ist halt wirklich so geschnitten, dass Linda parallel sagt, so, nee, ist eigentlich gar nicht mein Typ, bla bla bla. Weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht habe. Und Mark Minus Robin, naja, stellt sich halt da wie den Frauenflüsterer. Schlag's Märchenbuch zu. Aber ich habe euch ja auch in Folge 1 erzählt. Ich
kenne da auch wen, der großes Interesse an Magnus Robin hatte aus dem Reality-TV, wo ich mir auch gedacht habe, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wurdest du verhext? Zwischen Athena und mir läuft es ja auch gut. Was hat denn Mark Robin, was hat er denn an sich, dass wirklich echt viele Frauen den so mögen? Was hat denn der an sich? Der muss sagen, wir müssen das doch wissen. Der ist einfach lustig. Aber zum Beispiel ist ein Kahn für mich interessanter und ein Lukas als Mark Robin. Ach so, ja, okay. Irgendwie habe ich einen Upturn, weil ich dieses Showmaker-Ding eigentlich gar nicht mag. So, weißt du, eigentlich will ich so einen Mann, auf den du so stolz sein kannst. Weißt du, was ich meine? Deswegen Lukas auf die Eins. Ich check es nicht. Irgendwie will ich doch eigentlich einen gestandenen Mann. Ich verstehe, was du meinst. Aber wenn sich mal einer auf mich einlässt, so, dann kriege ich eigentlich fast immer, was ich will, früher oder später. Ist halt wirklich ein Frauenflüsterer, sage ich ja. Sag mal, merkst du irgendwas noch? Guck mal, jetzt knutschen die da. Hier ist eigentlich Partytime, ne? Ihr seht, die Jungs haben Streifen, die Frauen haben keine. Na klar. Das ist einfach nicht fair. Und es ist jetzt ganz klar vor Jennys Augen, was hier passiert. Wir können auch zusammen rein. Whirlpool gibt's da, glaube ich, auch noch, habe ich gehört. Guck mal. Die machen jetzt gemeinsame Pläne für eine kleine Sexparty. Oh mein Gott, du sagst... Also einer im Bett, einer im Whirlpool. Ich glaube, ich gehe in den Boom Boom Room und mach das Whirlpool an, Digga. Das war ein sehr starker Call, Bruder. Jetzt? Ja, warum nicht? Habt ihr Bock? Wer ist hier alles drin? Lars hat sich noch mit eingezickt. Die Ex von Mike mit Ostern, Lukas und Linda. Ich weiß nicht, mit wem Lars da knutscht. Gabby vielleicht? Dann gehen auf einmal 4-5 Leute rüber in den Boom Boom Boom, unter anderem natürlich auch der Lukas. Ich bin aktuell ein bisschen drunter und drüber mit meinen Gefühlen. Dass du das mit dir machen lässt, verfickt nochmal. Und das auch wieder so schön redest. Unter anderem natürlich auch der Lukas. Was ist daran natürlich? Was? Guck mal, der liegt da jetzt auch noch mit Gabby rum. Ey, das ist doch so... Also ich finde das irgendwie cringe. Da sitzt du da mit den Jungs. Und den Frauen im Pool. Die haben noch alle bestimmt eine Latte bis sonst wo. Nudelsalat, zu viele Schwerterkreuzungen hier. Und dann piekt's dich von allen Seiten. Da mal hinten in den Rücken rein, hier vorne in den Bauch. Wird mir nicht gefallen. Mein Problem sind nicht die Girls, weil er sollte sich vernünftig benehmen aus Respekt mir gegenüber. Die Frauen? Wieso? Danke, Jenny. Absolut. Er sollte dir Respekt zeigen. Macht er aber seit Folge 1 nicht. Und dann sitzt du da manchmal, hast voll die erleuchtenden Momente und checkst es. Und dann wieder? Willst du mich eigentlich auch mal daddy nennen? Spaß! Dann wieder? Mach alles, aber ich nicht vor meinen Augen. So, das wäre mir lieb, weil du bist mir wirklich wichtig. Oh. Die Frauen müssen gar nichts. Und dass die jetzt auch sagt, die Frauen müssen gar nichts. Müssen sie auch nicht. Aber warum bist du dann vor 2 Tagen so heftig ausgeflippt, wenn die Frauen doch gar nichts müssen? Kann mir das einer erklären? Ich bin los, Leute. Verarsch mich nicht. Ich sag dir eine Sache. Wie soll ich sie verarschen? Wenn ich dir deine Zunge steckt in einem anderen Hals, bin ich weg. Super. Ja, wir haben jetzt hier eine ganz interessante Situation, und zwar Laura und Nicola. Hier geht es nämlich darum, dass Laura Nicola jetzt sagt, ey, lass uns bitte exklusiv werden. Ich möchte das so nicht mehr. Ich gebe dir eine Chance, aber nur exklusiv. Du machst mit niemandem mehr rum. So machen wir's. Nicola sagt da, ja, super, super, super. Tara wartet im Pool auf dich. Du hast doch zu ihr gesagt, ihr wollt im Pool. Nicola, ich habe sie gerade gefragt und sie meinte zu mir, dass du sie gefragt hast, ob wir zusammen im Pool sind. Im Pool, aber das bedeutet nicht, dass ich rummachen werde mit dir. Ja, Tara wartet im Pool. Was hat das damit zu tun mit meinem Gespräch? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ja, warum habt ihr euch denn verabredet im Pool, um rumzumachen? Aber, was ja Fakt ist, dieses Gespräch mit Laura hat ja erst danach stattgefunden. Er hat sich ja vorher mit Tara im Pool verabredet. Ist so. Experiment gescheitert. Ups, nach 2 Sekunden. Ja, Experiment gescheitert. Ups, nach 2 Sekunden. Mit Nicola und Laura und der Exklusivität. Das wird dann leider wohl doch nichts. So schnell kann es gehen. Er hätte Potenzial gehabt. Verkackt. Gut, wir sind jetzt aber auch bei der Nacht angekommen, wo die ihre Paare wählen. Also diese Matching Night, wo jeder wählen muss und dann die Lampen angehen. Wir gucken mal, wer wen heute wählt. Kahn wählt Jenny. Alex wählt Anastasia, Magnus Robin wählt Arsena. Ist doch so witzig, ne? Weil Arsena war in der ersten Folge so, bah, das ist der Fremdgeher. Niemals würde ich mit dem. Niemals. Ja, jetzt steht sie da mit dem, ne? Knutscht im Pool, alles klar. Was hast du denn gedacht? Dana und Tim, Antonino und Nadja. Ja, Lukas und Linda.
Findet ihr da passende Linda besser als eine Jenny? Keine Ahnung. Ostern und Laura. Nicola und Laura. Blond. Hier, der Lars wählt die Gabby. Und Tara geht leer aus. Weil eine ist jetzt immer zu viel. Das arme Mäuschen, so weißt du. Oh. Das heißt, wenn die heute alle Lichter ankriegen, dann wird Tara komplett leer ausgehen und nichts gewinnen. Aber wir gucken direkt mal in die nächste Folge rein, wie viele Lichter heute überhaupt angehen. Das ist ja sowieso erstmal die große Frage. Ja, Matching Night Nummer 3. 3 Lichter habt ihr. 3 Lichter haben sie geschafft. In Matching Night Nummer 3. Ist es jetzt viel oder wenig? Ich weiß es nicht. Also ich fand es halt schöner, dass wir halt jetzt nicht mit anderen rumknutschen. Mhm. Aber sprechen oder, ja, oder kennenlernen? Ja, klar, oder kannst du's machen. Das geht alles, oder? Ja, ja, klar. Okay, okay, nicht knutschen. Ja, du willst ja auch nicht, dass ich das mache, oder? Oder? Ich frage dich jetzt. Ja, also ich dachte, das wäre jetzt die Absprache. Ja, ich will exklusiv sein, aber wenn es nicht klappt, kann ich den Vertrag wieder kündigen. Lol. Dann kann er den Vertrag wieder kündigen, den Exklusivvertrag. Also die haben sich jetzt hier nochmal besprochen. Tja, also ich weiß halt nicht, wie viel Sinn das macht, mit Nicola da jetzt exklusiv zu gehen. Aber wenn Laura das wirklich ernst mit dem meint, why not? Dann probiert es mal exklusiv. Vielleicht wird es ja was. Ich würde mich freuen, aber ich glaube, das hält halt 5 Minuten. Bin ich ehrlich mit euch. Hat Linda bei dir Hand angelegt? Ja. Echt? Also, sie hat mir über meine Boxershorts an meinen Schwanz gefasst, ja. Oh. Ich kotze gleich wieder. Die zwei haben mir ein sehr unangenehmes Crunch-Gespräch. Okay, komm's. Tu mir doch einen Gefallen, bitte. Ich brauche viel mehr direkte Kommunikation. Wir haben klar kommuniziert, dass wir beide hier uns auch Freiraum lassen. Ja, mir wurde keiner runtergeholt oder irgendwas. Boah. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hierher komme und dass ich jemanden so toll finde. Ich finde das gerade komisch, Leute. Es geht jetzt hier um diese Streicheleien halt über seinen Sack, ja? Aber diese Sache mit dem Whirlpool und alles, darum geht's ja gar nicht. Und er wünscht sich jetzt von ihr bessere Kommunikation. Ich sag euch aber eins, sie hat von Anfang an gesagt, das tut ihr weh und für sie ist das halt einfach kein Kennenlernen oder sie hätte nicht erwartet, dass Lukas jemand ist, der andere Frauen nur kennenlernen kann, indem er seine Zunge in ihren Hals steckt, indem er seine Hand auf ihren Arsch legt, indem er irgendwie sagt, habe ich dir gerade ins Gesicht gespritzt. So darum, das hat sie ja ganz klar kommuniziert. Er hat sie aber direkt da auch schon gegaslightet und alles auf die Frauen geschoben. Dann war sie abgelenkt und dann hat sie sich auch gedacht, scheiße. Und dann hatte er schon wieder die nächsten Ausreden. Also der manipuliert die ja von vorne bis hinten. Trenn dich, Bulli, renn. Willst du sagen, du hast dich so ein bisschen verknallt? Ja, was willst du von mir, Mann? Steh dein Mann. Oder du verlierst für immer dein Gesicht von mir. Ich auch. 100%. Ich glaube, das reicht der Jenny auch, ne? Die reicht zu wissen, okay, ich bin die, für die er Gefühle entwickelt und der Rest sind irgendwelche Bitches, die mit dem rummachen und so. Der kategorisiert auch Frauen locker in 2 Kategorien. Die einen, die kannst du heiraten, die andere ist gut fürs Bett. Ich bin die, die du heiraten kannst, reicht mir. Das reicht mir, Leute. Mehr brauche ich auch nicht. Und da sage ich bare Minimum an Ansprüchen. Das ist ja hier. Hier. Also eigentlich schon am Boden. Aber was soll das? Wer das verzeiht, der hat einfach keine Selbstachtung. Okay, einfach keine Intimität mehr mit anderen Menschen. Komplett exklusiv. Bei either one exklusiv, ja. Die haben sich jetzt die Hand darauf gegeben, dass sie beide auch exklusiv sind. Also, wow. Wow. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Bin ich gespannt. Das heißt für Lukas kein Gefummel mehr, kein Geknutsche mehr. Nee. Das ist jetzt vorbei. Mit Linda habe ich direkt das Gespräch gesucht. Und wie du gerade auch gesehen hast, haben Jenny und ich uns gerade wieder ausgesprochen und vertragen und uns darauf geeinigt, dass wir erstmal eine rein exklusive Sache hier machen. Erstmal. Erstmal. Leute, da ist noch ein Puffer. Da ist ein Puffer für Linda. Wenn das nicht klappt, dann kannst du wieder rein. Also ich bin hier einfach im falschen Film. Was ist denn diese Exklusivität? Was soll das denn bitte bringen? Bist du gerade mehr enttäuscht oder... Was ich meine? Ich bin einfach schockiert, wie lächerlich du bist. Das ist es wahrscheinlich. Ich finde es traurig ein bisschen. Ich bin bereit, mit dir zu jedem Spiel und auf jedes Date zu gehen. Und dich weiter einfach kennenzulernen, um weiter herauszufinden, ob wir beide ein perfekt Match sind. Wir sind ja nicht in einer Beziehung. Ja, aber trotzdem exklusiv finde ich eher so ein schwammiger Begriff. Ich mag Jenny echt wahnsinnig gern. Ich habe eine Bindung zu ihr, die ich aktuell auf dem Stand mit keiner anderen Frau habe. Auch nicht mit dir. Das ist ja okay. Ja, okay.
Aktuell. Also das klingt auch wieder alles für mich so. Da ist aber wirklich noch Luft nach oben, Linda. Aktuell ist es gerade halt, Jenny. Aber wenn du ein bisschen mehr Gas gibst oder vielleicht auch mal mit dem Mund darunter, könntest du auch die Nummer 1 werden. Das liegt ganz bei dir. Aber ich verstehe dieses Exclusive-Zeug nicht. Tara, komm mal bitte her. Exklusiv mit Jenny. Das finde ich schön, das freut mich voll. Ich an deiner Stelle wäre abgefuckt von den Aktionen, die sie so abgeliefert hat. Aber das ist deine freie Entscheidung, weil du bist ein erwachsener Mann. Ah, nein, guck mal, hier, Tara ist so auf den. Ich wäre sauer auf Jenny, weil die hat sich die 20K eingesteckt. K. 20K. Gut. Ich wäre halt wegen 1000 anderen Sachen sauer, wegen Lukas, aber ist kein Problem. Ich will das hier gewinnen und dafür mache ich das, was nötig ist. Jeder dafür gehe ich auch exklusiv mit Jenny. Ja, irgendwie ein bisschen schon, ne? Ich sehe dich doch immer noch aktuell auf meiner 1, was mein Perfect Match betrifft, Mann. Es geht hier nicht darum, eine Beziehung aufzubauen danach. Aha. Hat er das Jenny auch nochmal gesagt, dass er gar nicht was Festes will danach? Es geht ihm jetzt wirklich nur um die Show und danach ist dann auch wieder vorbei? Du hast auch so geredet, dass du nichts Ernstes suchst und jetzt ich Tag 6 und bist nix. Exklusiv. Ich ja, was, suche ist, was heißt denn das dann? Was heißt denn das? Was heißt denn das? Das macht gar keinen Sinn. Ist das Doppelmoral? Weiß ich nicht. Ist das rote Fahne? Bisschen schon, ne? Vor allen Dingen ist es auch irgendwie Pick Me, weil ich möchte weiterhin eure Nummer 1 bleiben. Ich weiß, ihr findet mich mega heiß. Das soll auch genauso bleiben, Leute. Deswegen fragt er auch, bist du jetzt traurig oder bist du jetzt enttäuscht? Ne? Er will immer noch wissen, okay, findet die mich weiterhin so geil? Ist jetzt wirklich enttäuscht, dass ich nicht mehr available bin? Die halte ich mir weiter warm. Nichts Ernstes. Wir bumsen nur niemand anderen, aber danach sind wir Single. Nein. Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es auch nicht ganz, weil der es einfach jetzt so sich schön redet, dass er bei euch weiterhin die Türen auf hat. Fände ich schön, wenn Jenny davon weiß. Aber gut. Nee, würde auch nichts ändern, weil die ist ja blind wie ein Blindfisch. Das ist ihre Sache. Viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Ne? Ich habe heute neben Nicola geschlafen, die erste Nacht. Er kuschelt irgendwie so angenehm. Nicht dieses extreme Klammern, sondern einfach sich so drauflegen. Das finde ich toll. Das finde ich sowas von extrem Klammern, wenn er einfach in meinen Arsch liegt die ganze Nacht. Geh weiter. Aber gut, ich bin ja auch nicht so Physical Touch und so. Liebessprachen oder wie das heißt, ne? Es war genau richtig und ich habe mich super wohl gefühlt in seiner Nähe. Und dann geht er auch von alleine wieder. Ich muss ihn nicht dazu überreden. Boah, stell mal vor, du hast einen, die musst immer überreden zu gehen. Und sie so, ja, so einer ist er nicht. Hat sie anscheinend schon Erfahrung mit denen. Das ist ja schrecklich. Ich probiere das jetzt einfach mit ihm. Wir sind jetzt auch exklusiv. Was die Tara zu der ganzen Geschichte sagt, weiß ich jetzt noch nicht. Mag ihn, aber gleichzeitig ist er auch fucking anstrengend und fucking dämlich. Ich liebe die Bauchbinde. Tara 31, Eltern, wenn sie ehrlich über ihr Kind sprechen würden. Ich mag ihn, aber ist auch fucking anstrengend, fucking dämlich. Muss man ja auch ehrlich sein. Ja, das stimmt ein bisschen, ne? Also die Beschreibung passt irgendwie schon ganz gut. Ich finde auch, irgendwie denkt man, ist ein herzensguter Mensch, aber er ist halt sehr verklatscht. Ich glaube, er macht auch viele Dinge bewusst, aber man nimmt ihm das halt nicht so ab, als wäre es so bewusst, weil er ja dieses Image hat von, ich bin der Nette eigentlich. Ach, fickt doch euch eure Mütter, Alter, wirklich. Also ich glaube, der hat's auch faustdick hinter den Ohren. Ah ja, gut, Nadja. Also dir gefällt wohl das Stück vom Osan sehr gut. Ah, das ist eklig. Hier war jetzt ein Spiel und die Jungs mussten ihre Schniedel formen, ja? Und dann suchen sich die Frauen ihren liebsten Schniedel raus. Ja, Osan ist der Erste, der gewählt wurde mit seinem wunderschönen Stück. Ja, lieber Sena, das ist das beste Stück von Mark Robin. Oh, und Mark minus Robin wurde gewählt. Guck mal, der hat so viel Mathe, dass der diesen Fußballer-Haarreif trägt. Den ich doch auch die ganze Zeit schon haben will. Der andere Mann für mich. In dem Moment würde ich gerade sogar sagen, der sieht im Fall wirklich ganz gut aus. Alles gut? Ich will euch eigentlich noch eine Sache zum Spiel erzählen, aber ich habe auch Angst, dass ich abfacke mittlerweile mit dem alten Sack. Aber hier Lukas, ne? Der hat halt irgendwie was ganz Komisches gemacht. Also es war keine Schniedel-Geschichte, der kleine Sund hat er auch nicht gemacht, aber es war halt wie so ein Matschklumpen einfach nur. Das hat er extra gemacht, damit er nicht gewählt wird für State bzw. andere. Aber im Endeffekt denke ich mir so, das hat er locker extra gemacht, damit er halt nicht auf State gewählt wird, weil Leute, die auf State gewählt werden, könnten potenziell auch in die Matchbox kommen. Wenn du in die Matchbox kommst und du bist da mit deinem Perfect Match, bist du raus aus der Show. Ne? Und das hieß keine Sendezeit mehr für Lukas. Und ich glaube, das geht mit seinem Ego nicht d'accord. Hätte er nämlich seinen wahren Schniedel geschustert, hätte sich doch jede Frau darauf gestürzt. Versteht ihr das? Ich mag auch meinen Penis sehr gerne, um ehrlich zu sein. Hier sind doch noch ganz viele Männer, oder nicht? Wer ist denn für uns da?
Sag uns das doch mal. Ich bin hier zum Kennenlernen. Ja, du bist ja vergeben. Ja, eben. Oh mein Gott, ich bin nicht vergeben. Ja, aber schmusen können wir nicht, also. Der grinst die ganze Zeit schon so verschmitzt, wenn ich ihn da ein bisschen angrab. Ich finde, sharing is caring. Wir braten dich einfach an, bis du nicht mehr wieder stehen kannst. Hört auf, Mann, lass mich. Hört auf. Aber er liebt es und genießt sowas von, dass sein Ego da so gestreichelt wird. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn man die Energie aufbringen würde, um die Küche aufzuräumen, dann würde es ja mal ganz anders ausschauen. Ja, ihr habt ja gesehen, wer auf die Dates geht. Wir gucken jetzt mal hier in das Date von Marc minus Robin und Arsena. Ich fand das eigentlich ganz gut, dass wir uns so ein bisschen auch mal zusammenreißen mussten. Mhm. Und ich finde, das war jetzt eigentlich ganz gut zu sehen, dass wir auch ruhig miteinander sein können. Ja, kann ich jetzt so viel mehr nochmal fallen lassen, tatsächlich. Jetzt auch, wenn wir ein No-Match wären, könnte man sich trotzdem liebend gerne wirklich weiter kennenlernen. Liebend gerne, wirklich. Liebend gerne, ja. Die hier das neue Traumpaar, oder was? Bei diesem Grinsen wusste ich es halt gar nicht. Ich hab's einfach im Gefühl. Aber irgendwie süß. Ich mag den gerne zuschauen. Da fühle ich nicht diesen Ekelgrinsch wie bei Lukas. Nee. Weil ich glaube, Marc minus Robin ist vielleicht wirklich irgendwo ein Guter. Irgendwo. Irgendwo da drin. Ja, wo? Und sie braucht man nicht auf Interpretate tun, die bei Germany Shore da herumtan hat, wie eine Wilde. Wer hier Germany Shore, wer Interpretate und eine Wilde, worum geht's hier? Um wen? Und dann mit dem ärgsten Fuckboy Deutschlands zusammen. Ah, die reden über Dana. Und Dana war ja zusammen mit Gigi, dem größten Fuckboy Deutschlands. Und hier tut's auf Jungfrau Maria, also bitte. Aber schön die Gage einheimsen, das ist mir immer recht. Die ist einfach ruhig, sieht einfach hübsch aus. Die schaut die ganze Zeit nur so. Ja. Das ist mir aber auch schon bei Dana aufgefallen. Also es ist eine wirklich schöne Frau, aber ich habe noch nie gedacht, dass die irgendeinen Funken Spannung an sich hat. Egal wo die war, ob die bei Prominent getrennt war mit Gigi, nee, da war sie mit Michelle mit Gigi, ne? Sommerhaus, gut, da sind die auch früh rausgeflogen, weil Gigi hat ja Chan geschlagen, aber da war auch nichts so entertaining-mäßig. Sie sieht halt wirklich barbarmäßig gut aus, ne? Aber das war's. Wenn man so klopft, war das Gefühl, dass ja. Hohlraum. Da kommt nichts. Und zu sagen, sie ist natürlich Bullshit. Ja. Sorry, so einen Arsch hat keiner. Dass sie einen Arsch macht, das sieht doch jeder. Ich hab's wirklich also, beobachtet. Sorry. Ich hab sie nach doch gesehen. Sofort. Du siehst die Einstichstellen. Sie ist einfach eine chronische Lügnerin. Und ich will, dass es endlich mal rauskommt. Weil es ist Fakt. Und ihr werdet das auch alle sehen. Zu 1000% ist es so, wie ich sage. So ja, war ich jetzt stehe. Ach, die Sache mit Wilson oder was? Dass die wirklich mit Wilson zusammen ist draußen? Also dieses mit chronische Lügnerin und sie sagt, sie ist komplett natürlich, das verstehe ich halt auch nicht so ganz. Weil ich finde, man sieht bei Dana ganz offensichtlich, dass das nicht natürlich ist, dass sie ein BBL hatte. Brüste sind auch gemacht und das ist doch auch völlig fein. Aber dieses, ich bin ganz natürlich, ach nein, soll sie machen, wie sie will, dann soll sie halt alle damit anlügen. Ist ja auch ihr gutes Recht, das für sich zu behalten. Aber ich finde das so... Das ist halt richtig schwer, ne? Aber ich finde, als Person des öffentlichen Lebens, wenn du viel auch dich im Bikini zeigst und dein Körper und vielleicht auch Training und alles pipapo und dein Content wirklich sehr zielgerichtet auf dein Aussehen ist und so stattfindet, dann vermittelt man halt seinen kompletten Followern, das kannst du erreichen mit Sport oder mit dieser Diät oder mit diesem Shake oder bla bla bla. Das kann man ruhig mal machen. Es ist aber irrealistisch. Gibt es das? So realistisch? Es ist einfach nicht real. Es ist nicht realistisch. Weil das kannst du halt so nicht erreichen. Es wurde operiert. Und dann streben die dann nach einem Vorbild, was überhaupt nicht möglich ist. Und das finde ich halt so schade. Aber gut. Jeder jagt, wie er will, ne? Guck mal, würde ich jetzt zum Beispiel so wie andere hier mit jedem rumknutschen und so. Denkst du, ich kann dann irgendwann mal sowas wie Bachelorette machen? Niemals. Ich denke ja auch so an die Zukunft. Das ist nice, das finde ich super lustig. Sie sitzt da jetzt und sagt, würde ich da rumknuschen und so, könnte ich ja nie Bachelorette machen, niemals. Aber das Geile ist, die jetzige Bachelorette, Stella, war bei Too Hot to Handle, Leute. Too Hot to Handle. Und die ist wirklich damit aufgefallen, dass die halt einen sehr starken Sexualtrieb hatte, mit sehr vielen Leuten herumgemacht hat. Die hat sehr viel Geld verspielt auch. Also ich glaube, das wird RTL jetzt nicht davon abhalten, dich als Bachelorette einzustellen, bin ich ehrlich. Willst du mal Bachelorette werden oder was? Ja, kann ich mir gut vorstellen. Guck mal, die hat echt Ziel, Bachelorette.
Warum? Ich glaube, weil Bachelor jetzt so viel Quote hat. Ne? Das ist mit Bachelor, ich glaube, das meistgesehenste Trash-Format des Jahres. Und Dschungel natürlich, klar, ne? Und das macht natürlich noch größere Reichweite und noch mehr Leute werden dich kennen. Aber dann als Bachelorette, das wird ja die langweiligste Staffel der Welt. Dring auf uns und auf unser erstes Date. Und wahrscheinlich auch unser erstes richtiges Gespräch. Das stimmt. Die haben ja auch ein Date. Da kann ich zustimmen. Vergiss es. Vergiss es. Ich nehme sie mir selber runter, ich mag das gar nicht. Kein Problem. Das ist irgendwie alles auch hier ein bisschen cringe, weil es matcht überhaupt nicht zwischen den Zweien. Überhaupt nicht. Also das ist nicht böse gemeint, aber ich suche halt einen Mann und keinen Clown. Das ist echt, das ist brutal. So ein Knacks. Die habe ich auch. Exklusiv. Ach, ich glaube auch, dass sie weiter ist als ich. Weil du nicht so into it bist wie sie mit den Gefühlen. Unser Insider geht nicht mehr. Welcher? OM? Ich finde das irgendwie Verrat, muss ich ehrlich sagen, dass er da mit anderen Frauen so viel über Jenny redet und über diese ganze Sache. Denn er stellt sich ja jetzt auch wieder so hin, eigentlich ist Jenny diejenige, die ist viel weiter. Aber er hat auch ganz klar gesagt, ja, ich habe da auch schon was entwickelt, pipapo. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Jenny unbedingt weiter ist. Ja, sie hat da nicht mit allen rumgemacht, so wie du. Aber das kann ja auch einfach sein, weil sie ein anderer Typ Mensch ist. Aber jetzt das wieder vor Linda so hinzustellen, nervt mich. Sag mir doch bitte, was du denkst. Dass ich Hunger habe. Sprich doch, ich sprich doch auf. Der falsche Zeitpunkt. Weil du Hunger hast. Tatsächlich ist, wenn ich Hunger habe, ist das ein großes Problem in meinem Leben. Definitiv, ja. Das haben wir alle schon festgestellt. Wenn er Hunger hat, ist das ein großes Problem, weil er einfach isst. Egal, wo er ist. Es ist ihm scheißegal. Er nimmt sich, was er will, ob er eine feste Partnerin hat oder nicht. Danke, dass du es ja auch nochmal zugegeben hast. Ich habe gar keine Erwartungen mehr an Lukas. Auch gerade kennengelernt, also, ne? Und da ist ja auch irgendwie eine Verbindung entstanden. Hm. Ich check's halt auch nicht, ne? Dass du lernst ja gerade eine Person kennen, Jenny jetzt in dem Fall. Dann ist doch eigentlich alles mit der gerade super aufregend und schön. Das reicht denen aber nicht. Der braucht noch 5 andere an seiner Seite. Und ich glaube, genau das ist sein Real Life. Selbst wenn du den gerade exklusiv kennenlernst, hat er trotzdem noch 3 Side-Chicks. Das ist ein bisschen wie ich. Ja, also auf Nadja bin ich gerade gar nicht gut zu sprechen. Sie weiß es, dass ich seit Tag 1 immer wieder mit Antonino bin. Ja, genau, es wird immer wieder gestrichelt gegen alle. Antonino, ich sag so, du machst alles richtig, so, hab deinen Spaß, alles gut. Aber wir wollen dir nur sagen, sei vorsichtig, weil du wirst vielleicht der Nächste sein, den sie halt irgendwie ein schlechtes Licht drücken möchte. Ja, Bruder, man kann alles als Sticheln sehen. Ohne Scheiß. Und was hättest jetzt Lars so gegen Nadja? Also, ich meine, er hatte ja anscheinend auch Interesse an ihr vor Alto und wurde abgesägt. Ach, weiß ich nicht. Naja, jetzt ist ja aber auch die Zeit gekommen, zu gucken, wer denn heute in die Matchbox geht, Leute. Wer darf denn heute in die Matchbox? Arsena und Marc minus Robin finde ich gut. Könnte ich mir vorstellen, dass sie ein Perfect Match sind. Aber ich finde es auch schade, wenn Marc minus Robin jetzt schon raus wäre. Ich will, dass er dann allen den Weibern noch den Kopf verdreht. Jetzt geht es darum, schnell zu sein. Oh, jetzt geht es darum, schnell zu sein? Das weiß keiner, was sie damit meint. Denn die Folge ist jetzt vorbei. Ihr Süßen, das war's mit der Doppelfolge. Vielen Dank fürs Zusehen. Was denkt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Bis dann, haut rein. Samba, Dijanero!